Ein bunter Strauß an wirtschaftlicher Vielfalt. Zum 9. Mal fand am 2. Mai-Wochenende bei strahlendem Sonnenschein die Wirtschaftsbühne 2011 statt. Während 2009 die Wirtschaftskrise noch im Mittelpunkt der St. Augustiner Wirtschaftsbühne stand, blickten ortsansässige Unternehmen nunmehr positiv in die Zukunft. Sowohl innerhalb des Rathauses als auch auf dem Karl-Gatzweiler-Platz davor konnten sich interessierte Besucher davon überzeugen, dass der Wirtschaftsstandort St. Augustin einiges zu bieten hat. 70 Unternehmen aus St. Augustin und der Region stellten ihre Dienstleistungen und Waren vor. Informationen und Aktionen standen ganz oben auf der Agenda der Wirtschaftsbühne. Für Besucher bot sich die Gelegenheit, Produkte und Dienstleistungen einmal hautnah auszuprobieren. Bürgermeister Klaus Schumacher freute sich über das große Interesse der St. Augustiner Bürger. Wir sind als Ausrichter der 9. Wirtschaftsbühne an sich sehr zufrieden. Wir haben hervorragendes Wetter und die Stimmung ist sehr gut. Und wir können sagen, dass wir zumindest auch gestern schon am Samstag, am ersten Tag der Wirtschaftsbühne, viele Besucher begrüßen konnten. Und somit sind auch die ausstellenden Firmen sehr zufrieden gewesen. Dieses Jahr bot sich dem Publikum ein bunter Branchenmix. Starke und energieeffiziente Automobile konnten bestaunt und Leichtflughubschrauber, sogenannte Gyrokopter, begutachtet werden. Tipps fürs Stromsparen gaben die St. Augustiner Energieversorger. Ja, der Bürgermeister hat es gestern eigentlich in seinem Begrüßungswort sehr treffend gesagt. Es ist eigentlich ein bunter Strauß an wirtschaftlicher Vielfalt, den wir hier zu sehen bekommen. Das sind Unternehmen aus Handel, aus Handwerk, Dienstleistungseinrichtungen, Verbände, wissenschaftliche Einrichtungen. Also eigentlich all das, was Augustin zu bieten hat, ist hier auf der Wirtschaftsbühne zu sehen und zu erfahren. Neben der Präsentation lokaler Unternehmen standen zwei Sonderthemen im Fokus der Veranstaltung. Zum einen erfolgte der Startschuss für den Stadtmarketingprozess in St. Augustin. Andererseits konnten sich die Besucher umfassend über den neuen Humer Einkaufspark informieren. Einen Blick in die Zukunft wirft Wirtschaftsförderer Edgar Bastian. Ich sag mal, dass gerade geht's was bezogen auf die Wirtschaftsbühne, kann man nur sagen, eine Veranstaltung mit den Ausstellerinnen und Ausstellern. Und das gilt natürlich auch hinsichtlich, wie geht es weiter. Wir werden also mit den Unternehmen hier vor Ort, werden wir in den Dialog treten und sagen, wo war es gut, wo war es weniger gut. Und dann werden wir unsere Schlüsse ziehen und dann werden wir auch zusammen wieder einen Weg finden, wie denn unsere Jubiläumsveranstaltung in 2 Jahren aussieht. Auch im Rathaus stand viel Fläche zur Verfügung, um Unternehmen die Chance zu bieten, sich neugierigen und potenziellen Geschäftspartnern vorzustellen. Wie es um die Forschung bestellt ist, erfuhr man am Stand der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Doch nicht nur der Forschung und Wissenschaft wurde ein Podium geboten, auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Beispielsweise am Stand des Weinhändlers Christian Retznicek, wo man eine Weinprobe genießen konnte. Mit der diesjährigen Wirtschaftsbühne kann ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ich glaube auch, dass das Publikum wesentlich interessierter war als die Jahre zuvor. Das ist mir jetzt vorgekommen. Ob das bei allen anderen so ist, weiß ich nicht. Es war eigentlich ein relativ attraktives Publikum. Ich bin schon das 6. Mal, glaube ich, hier. Und es ist ein hoher Wiedererkennungswert. Und ich denke, ich wohne in St. Augustin, habe mein Geschäft auch hier. Und deswegen bin ich eigentlich immer wieder auf der Wirtschaftsbühne. Vom Jungunternehmer bis zum tradierten Unternehmen reichte die gelungene Auswahl an Ausstellern. Neben den bekannten Größen stellten auch Firmen aus der ungarischen Partnerstadt Csentes ihre lokalen Produkte vor. Unternehmen, die 2011 zum ersten Mal auf der Wirtschaftsbühne präsent waren, stießen auf ein interessiertes Publikum. Ich bin das erste Mal dabei. Wir hatten uns vorgenommen, das Unternehmen hier mal zu präsentieren, um uns mal vorzustellen, vielen Leuten auch mal überhaupt deutlich zu machen, was wir überhaupt leisten. Und ich denke, das ist ein guter Rahmen, wo wir das hier mal präsentieren können. Die Bürger konnten so neue Unternehmen direkt vor Ort beschnuppern und sich über das jeweilige Leistungsspektrum informieren. Wir sind dieses Jahr erstmalig hier vertreten, da wir eine persönliche Einladung bekommen haben. Und haben natürlich diese Chance genutzt, unser Unternehmen hier auch präsentieren zu können, damit die St. Augustiner auch wissen, was in unserem Hause alles angeboten wird. Wir haben sehr viele aufschlussreiche Gespräche geführt, konnten Patienten eben auch weiterhelfen bei Fragen, sodass es ein sehr positives Feedback ist.
Als Sahnehäubchen konnten Interessierte an einer Tombola teilnehmen, bei der man attraktive Preise gewinnen konnte. Die Besucher zeigten sich zufrieden und sahen eine willkommene Gelegenheit, die regionalen Unternehmen vor Ort näher kennenzulernen. Ich will mich ganz einfach ein bisschen informieren, was sich hier tut, welche Unternehmen ausstellen und ob ich was Interessantes finde, was mich eben irgendwie berührt oder sogar betrifft. Ein buntes Bühnen- und Unterhaltungsprogramm rundete die von Erfolg gekrönte Veranstaltung ab. Die Wirtschaftsbühne 2011 war für den Wirtschaftsstandort St. Augustin vor allem eins: ein Volltreffer.